Hallöchen, liebe Pfeifenfreunde. Heute ist mal wieder das Wetter ein wenig schöner, nachdem es die letzten Tage gehagelt hat, geschneit hat, Regen war. Und da habe ich mich entschlossen, mal wieder ein Video zu machen. Und zwar draußen. Und zwar werde ich den McBaron Vanilla Toffee Cream Loose Cut probieren. Hab ihn noch nicht geraucht, zumindest nicht wissentlich. Hab, glaube ich, mal bei Lars ein Review drüber gesehen, aber wenn, dann ist das so lange her, dass ich an den Tabak keinerlei Erinnerung habe. Und dazu die Dr. Boston Monopoly Pfeife, 9mm gefiltert. Das ist so meine Pfeife, die ich für Aromaten nehme oder auch gern zum Testen von neuen Aromaten. Aber jetzt machen wir uns erstmal den Tabak her. 50 Gramm kosten aktuell 8,25 Euro. Öffnen wir mal das gute Ding. Auf der Beschreibung steht eine bunte Mischung aus lose geschnittenen Tabak, gemischt mit Presstabak, hergestellt aus vollreifen Virginia-Tabaken, modernen McBaron Black Cavendish, verfeinert mit einem außergewöhnlichen Toffee- und Vanillearoma. Schauen wir mal. Ich hoffe, er ist nicht so babsüß. So sieht das Tabaksbild aus. Relativ bunte Mischung zwischen langen Virginias, kleinen Sprengseln vom Black Cavendish und diesen Flake-Anteilen. Detailfotos kommen dann im Video. Jetzt erstmal den Riechkolben reinhalten in den Tabak. Okay. Ich rieche was leicht säuerliches, wahrscheinlich vom Black Cavendish. Und sonst eine nicht näher definierbare Süße. Ob das jetzt Vanille ist, ja, dieses Toffee-Karamell riecht mal raus. Ja, die Vanille suche ich bis jetzt noch. Ja, vielleicht ist damit diese, ja, sagen wir mal, leichte Süße, so eine unterschwellig schwer zu definierbare Süße dabei, die aber nicht vom Karamell kommt. Vielleicht ist das die Vanille. Ja, stopfen wir mal die Pfeife und zünden sie dann an. Der Tabak ist für meine Verhältnisse unerwartet trocken, also lässt sich gut anzünden. Ist jetzt nicht übermäßig trocken, also im Abbrand relativ gut. Man muss nicht wie einige Tabake nochmal einen Tag offen stehen oder so.
Gibt es ja auch manchmal bei Mixstars. Zum Beispiel der Scottish Mixer von McBaron. Die lasse ich doch gerne auch mal ein, zwei, drei Tage offen stehen. Ja, sonst vom Aroma her kein Hocharomat. Ich hatte es befürchtet, ich kriegte Sahne-Karamell-Bonbons in Tabakform geliefert. Ist aber gar nicht so. Ja, schön wieder aus. Ja, ist eher nichts sagen, würde ich sagen. Also irgendwie suche ich da Karamell und Vanille irgendwie. Man kann es ahnen. Ist aber jetzt nicht dominant oder was soll man sagen. Ja, man schmeckt es nicht wirklich hervor, finde ich. Ja, jetzt ein bisschen mehr. Ja, irgendwas was Karamelliges ist schon dabei. Aber ob ich das jetzt so sagen würde, dass es Karamell ist und Vanille ist, wenn ich es nicht gewusst hätte, weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger. Ja, dieses Toffee-Karamell. Ist nicht so vorhanden. Sonst, naja, vom Schnitt her, teilweise echt recht lange Fasern. Ich hoffe, man sieht das. Ja, wie gesagt, jetzt beim Riechen, ja, ist es Toffee, Cream und Vanilla, man sucht es. Jetzt beim Rauchen kommt ja so eine, also für mich ist das eher so wie eine holzige Note, sag ich mal. Ja. Irgendwas Holziges, also ist es geschlechterter, aber gab für 8,50 Euro für 50 Gramm. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet und mehr Aroma und wie gesagt, mehr Aroma, auch mehr Geruch. Wie es jetzt mit der Raumnote ist, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich draußen bin. Wobei ich persönlich, die Raumnote, ich oder man selber als Raucher nimmt die ja oft gar nicht so wahr. Muss scheinbar doch ein bisschen öfters nachgezündet werden. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das erste Mal den Tabak stopfe. Und ja. Ich denke, ich stelle mich gerade einfach ein bisschen dumm an, den Tabak zu rauchen. Weil der eigentlich echt verhältnismäßig trocken daherkommt, dafür, dass es ein Aromat ist. Der trockenste Aromat, an den ich mich so erinnern kann. Wobei, also Aromat weiß ich auch nicht. Er soll aromatisiert sein, aber ich schmecke davon irgendwie so gar nichts. Liegt vielleicht auch an meiner noch leicht abklingenden Erkältung, aber ich denke mal, dass meine Zunge nicht so schlecht ist, was so Geschmack angeht. Ja, es ist überwiegend so eine
Eine holzige Note, ja, ich würde es als holzige Note bezeichnen, oder mich erinnert es irgendwie an der Frischmolz irgendwie. Die mal so im Mund hat. Jetzt nicht unangenehm, aber ja, yeah, auch nicht überragend oder so. Und immer mal kommt so unterschwellig so eine leichte Süße durch. Scheinbar von der Aromatisierung. Ja. Das war so mein erstes Tabak-Review. Ich weiß nicht, ob ich noch mal eins mache. Wahrscheinlich schon, aber ich werde euch damit nicht unnötig nerven, sage ich mal. Da gibt es Leute, die können es deutlich besser und haben da, glaube ich, deutlich mehr Spaß daran. Aber ja, für Verbesserungsvorschläge bin ich gern offen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde jetzt die holzige Pfeife noch zu Ende rauchen. Angemerkt sei noch, das Holzige kommt nicht davon, dass ich da eine Pfeife rauche, die keine Augenrauchpaste hat oder noch nicht eingeraucht ist. Die Pfeife ist eingeraucht. Also von daher sollte eigentlich daher nicht diese holzige Note kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch ein kleiner Nachtrag. Abbrand ist relativ unkompliziert. Ich habe jetzt zur Hälfte die Pfeife geraucht. Da es relativ windstill ist, kommt ab und zu mal hier so durch Ausatmen so ein Wölkchen Karamell vorbei. Ich glaube, der Raumduft ist, soweit ich das jetzt hier draußen beurteilen kann, nicht schlecht. Erinnert an so Sahne Karamellbonbons. Aber vom Geschmack her kommt da eigentlich vom Aroma immerhin noch nichts rüber. Ist eigentlich echt schade dafür, dass es von McBaren ist und 8,25 € die 50 Gramm kosten. Ich hätte mir wegen mehr versprochen. Erst Befürchtung gehabt, dass es ein Hocharomat ist. Die Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Aber dafür ist für mich irgendwie keinerlei Aroma zu erschmecken. Jo, das war's. Tschüss.